Viele von euch schwanken zwischen dem OnePlus 8 Pro und dem Xiaomi Mi 10 Ultra. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das OnePlus 8 Pro eindeutig mit 75-46 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Ist staub- und wasserdicht. Spritzwasserfestigkeit. 23 Gramm leichter. 1 mm dünner, 0,7 mm schmaler und 9,8% geringeres Volumen. Das Mi 10 Ultra hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil: 2,9 mm kürzer. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das OnePlus 8 Pro mit 79-71 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 33% höhere Pixeldichte, 1,8-fach höhere Auflösung, 1,6% größere Bildschirmgröße und eine neuere Version von Gorilla Glass. Leistung. In der Kategorie Leistung gewinnt das Mi 10 Ultra sehr knapp mit 93-91 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 4 GB mehr Arbeitsspeicher und 256 GB mehr interner Speicher. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das OnePlus 8 Pro mit 80-74 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 25% bessere Qualität der Videoaufnahme. 5,3% größere Blende bei minimaler Brennweite. Hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Und 13% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das Mi 10 Ultra kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 17,4% mehr Megapixel der Hauptkamera. 25% mehr Megapixel der Frontkamera. 0,7 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera. Zweifach größerer Zoombereich. Und 15 Punkte bessere DxO Mark Mobile Wertung. Audio. Im Bereich Audio ist das OnePlus 8 Pro mit 42-33 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. Ein Mikrofon mehr. Akku. Beim Punkt Akku kommen beide Geräte auf 95 Punkte. Das OnePlus 8 Pro ist durch folgendes Merkmal besser. 0,2% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Mi 10 Ultra knapp mit 91-87 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 1,7-fach schnellere Downloads. 2,1-fach schnellere Uploads. Hat einen Infrarotsensor. Und hat ein Barometer. Das OnePlus 8 Pro hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteil. 1.1 aktuellere USB-Version. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das OnePlus 8 Pro das Xiaomi Mi 10 Ultra mit 96-90 Punkten deutlich. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.